freut uns extrem, dass wir mit Ihnen gemeinsam 125 Jahre Rätische Wahl logtechnisch gesehen dürfen Revue passieren lassen. Wenn ich sage wir, das ist Jan Brünker. Jan Brünker und ich haben zusammen 69, glaube ich, Jahre Rätische Wahl hinter uns. Er der Großteil, 45 Jahre, und ich der Kleinteil, da können Sie sich selber ausrechnen. Jan Brünker gilt auch als Expert. Also die Drehscheibe dreht sich jetzt, damit die Dampflok mal den Fahrer rausfahren. Die Rätia, die ist hier nicht da. Das ist die schlechte Nachricht, die gute Nachricht, die richtige ist die. Ihr könnt mit der Rätia den ganzen Tag hin und her fahren zwischen Langquart Bahnhof und dem Güterumschlagszentrum. Sie haben sie vielleicht gesehen vorher, wie sie da vorbeigefahren ist. Nützen Sie die Gelegenheit, fahren Sie mit einer Lok mit. Das ist die kleine Loknummer 1. Und der hat dann gefunden, das wäre die richtige Maschine für unsere Verhältnisse. Und wir haben dann in der Folge den 29 in verschiedenen Jahren, in verschiedenen Abstellungen, 29 Lokomotiven vom Typ G45 beschafft. Die sind dann nach der Elektrizität aus dem Lokdepot. Das ist eine von meinen Lieblingen. Die Maschine sieht so klein, unscheinbar, herzig und richtig zum Knuddeln. Ich glaube, sie ist auch nicht gerade die stärkste Lok, die die Rätische Bahn hat. Aber wichtig, sie hat eigentlich die Elektrifizierung auf dem Netz von der Rätischen Bahn. Ich mal von den kleinen Lokomotiven, damals noch mit 300 PS Leistung, abgeliefert gekommen. Die 222 ist ein Umbau von 1945-46, also 1946 ist 222 da im Landquart umgebaut worden, hat am stärksten Strom umgestellt, auf Strom umgestellt. Und zwar also die gleichen Bromstromsystem. Der Erste Weltkrieg hat dazu gebracht, dass es noch stärker als die 222, hat ungefähr 800 PS. Jan Brünker, die sehen wir die auf dem Netz von Rätischen Bahn. Also ich habe die auch schon gesehen auf Sonderfahrten. Ja, die kommt etwa von Sonderfahrten, die kommt sie vor. Und sie ist genau 100 Jahre alt. Sie wird jetzt im Monat Juli wird sie 100. Die Projekt UNESCO-Welterbe Rätische Bahn. Jan, kannst du mal rausschauen und winken? Jan. Es gibt also wenige Lokführer, die noch mit diesen historischen Fahrzeugen fahren könnten. John ist einer davon. Er kann auch mit der Dampflokomotive fahren, gewählt worden. Aber jahrzehntelang auf dem Netz. Ciao, John. Jahrzehntelang auf dem Netz von Rätischen Bahn im Einsatz, quasi zum Rückgrat von Traktion von Rätischen Bahn zugehört. Und damit verschwindet das 353 und das Krokodil 414 macht sich bereit. Es sind heute betriebsfähig, nur noch das 414 und das 415. Aber es sind noch insgesamt 6 Lokomotiven im Museum oder vorhanden. Also eine in Bergün, eine im Verkehrszentrum in München. Ja, eine im Verkehrshaus Luzern und eine in Kerzers. Also sind noch. Vielleicht eine Frage im Publikum. Jetzt sind wir eigentlich in dem Bereich, wo wir vielleicht sogar Gäste unter euch haben. Hättest du einen Zuschauer mit Jahrgang 1921 bis 1929? Ja, da haben wir ein Fahrzeug an der Übernahme Krokodil gebracht hat. Also allein ein Vorbau heisst noch nicht, dass es ein Krokodil ist, sondern es muss dreiteilig sein. Die beiden Schnauzen mit der Drehgestell für sich und der Kasten ruht
In der Mitte sieht man den Kasten, der Mitte ruht auf den beiden Drehgestellen. Miteinander können mitnehmen, weil die Übersetzung dementsprechend grösser war. Also die Locken hier sind noch recht untersetzt. Das heisst, darum ist die Höchstgeschwindigkeit bei 55 begrenzt. 661, Sonderfahrt, wo. Sonderfahrten, die auch ausgeschrieben sind im Prospekt. Also wir haben die rätische, ich sage immer noch mehr, also die rätische Bahn hat authentisches Wagenmaterial aus dieser Epoche. Sei das die wunderschönen Salonwagen oder die Pullmanwagen. Mit denen machen wir Ausflüge, Ausflugsfahrten, unter anderem die Rätsel, die da rauskommt. Das ist zu dieser Zeit eine Revolution gewesen. Jan, du kannst den weiterführen. Das ist eine Revolution gewesen, weil die Maschine oder das Fahrzeug ist sagenhafte 65 Stundenkilometer gefahren zu dem Zeitpunkt. Es ist allerdings nicht das stärkste Fahrzeug gewesen und deshalb auch ist der Erfolg relativ bescheiden geblieben und man hat glaube ich nur 4 von diesen Fahrzeugen beschafft gehabt. Die Fahrzeuge haben dann noch rote, die sind von Anfang an rot gewesen, haben auch noch rote Anhängewege gehabt, mit der gleichen Stirnwandfenster wie der Triebwagen. Die werden heute noch beliebt, die sind heute noch nach 75 Jahren im Betrieb, fahren vorwiegend auf der Strecke Cura Rosa, weil es auf dieser Linie, das sind leichte Fahrzeuge und auf dieser Linie kommt auf jede Tonne drauf an und sie haben ein grosses Fassungsvermögen und das sind dann drum fahren sie. Sie sind dann schnell von ihren Schnellzugseinsätzen in Malboland auf der Davoser Linie weggekommen. Sind dann Triebwege ins Engadin gewandert, wo sie dann jahrelang auf der Strecke Samoritz-Schkuhl alle Personenzüge geführt haben, mit normalen Wegen, also beinahe 6 Millionen Kilometer gemacht bis heute. Also es fehlt ihnen nicht mehr sehr viel, nur ich zweifle, dass sie die ungefähr 100.000, die noch fehlen, dass sie die noch schafft. Ist das so, dass die GE441, also Sie haben vorher 661 gesagt, ist natürlich ein Fehler gewesen, nur wenn ich schaue, ob Sie aufpassen. die GE441, die ist schon zum Abbruch eigentlich bestimmt. Jetzt haben wir ja noch Fahrzeuge, die da fahrtüchtig sind. Wie viele Fahrzeuge von denen sind noch auf dem Netz von Rätische Bahn? Wie viele werden denn noch erhalten? Und wie viele sind bereits abgebrochen? Und wie viele sind in den Museen? Kannst du das ganz kurz erklären? Von den 10 sind heute 602 im Verkehrshaus Luzern. 603, 605 und 610 sind noch auf dem Netz von der Rätischen Bahn im Einsatz. Die anderen sind alle leider abgesehen. Beim Dach von der 603, dass sich da ein bisschen Rost breit macht. Das ist halt schon bereits die Lichtstahlbauweise, die so ab 1939 angefangen hat. Die ist, was den Rost anbelangt, ein bisschen stärker anfälliger als all die Fahrzeuge, die noch vor dem Ersten Weltkrieg beschafft wurden. Jetzt kommt doch ein Lexus 801, das ist ein GEM, also GM Schmalspur, E elektrisch und M heisst Diesel. Das ist eine Zweikraftlokomotive, die eigentlich ein Exot ist, weil sie hauptsächlich auf der Berliner Linie eingesetzt wird. In der Berliner Linie haben wir ja eine andere Stromart als auf dem Stammnetz. Und zudem kann sie auch eben mit Diesel fahren, also wird sehr, sehr oft auch als Schubmaschine eingesetzt. Und man zeigt, ja, man könnte auf die nicht verzichten. Und die Maschinen sind, wie gesagt, wir sehen, sie haben Stromabnehmer, wo man da nicht heben könnte. Die gehen nur mit Gleichstrom 1000 Volt elektrisch. Die Motoren sind die gleichen wie bei den Berliner Triebwagen von der AB442, die 40er Triebwagen sind die genau gleichen Motoren. Die Drehgestelle kommt und der Generator liefert den Strom für die Motoren. Was auch noch ist zum Beispiel Schleudern, also von der
Beilhack, Schneeschleuder und so können ferngesteuert werden. Sie können auch heute von den modernen Schneeschleudern auch ferngesteuert werden. Und von dieser Lokomotive hat die Rätische Bahn am meisten beschafft nach der Dampflokomotive, nämlich 23 Stück. Du bist noch zu früh. Ich nehme alles zurück. Was wir hier sehen, ist die GE662. Also die grosse Schwester von der Krokodil-Lokomotive. Das ist die stärkste Lokomotive von der Rätischen Bahn. Lange Zeit war beschafft worden in den 50er, 60er Jahren. 601 bis 10 hat sie sogar untereinander austauschen können, mit Ausnahme vom mittleren Drehgestell. Und das, hat, das ist zusammengehängt mit den beiden vorderen. Das Klenk ist nur horizontal, das heisst, man kann nur, wie der Peter schon erwähnt hat, man kann nur Gefälsunterschied ausgleichen, nicht Kurven, weil die Maschine ist ja nicht so lang, dass sie nicht die Kurve geht. 441. 5 Zementsilo, AG 662 und 11 Zementsilo, also mit 16 Zementsilo ist man von Langquart auf Samedon gefahren. In Samedon hat man dann die Bobobo ausgereiht und die G und Bobo ist alleine mit den 16 Silo auf St. Moritz gefahren. Später hat man die nachbeschafft und das war wieder ein besonderes Ereignis für mich bei dieser Lotte, bei der Taufe. Dürfen dabei sein. Ja, da kommt jetzt bereits die Lok, die wir vorgegriffen haben vorher, die GE442, die große Schwester von der, vom Jan, seiner Loki 441, die größte Beschaffung von der Rätischen Bahn nach der Dampflokomotive, nämlich 23 Lokomotiven, sind in den 70er Jahren bis in den Anfang der 80er Jahre beschafft worden. 650 bis 620. Und dann eben die Kölner 10 Jahre später, also 1984, 85, nochmal 13 Loken noch beschaffen. Eigentlich hätte man 15 haben sollen, aber der Kanton hat dann dort nur das Geld gegeben für die 13 Maschinen. Also sie hat eine Höchstgeschwindigkeit von 90 Stundenkilometern. Sie fährt also auf einem recht grossen Teil vom Netz, fangen die Geschwindigkeit aus. Man könnte also praktisch zwischen Gazis und wieder ist, können wir praktisch durchgehend die 90 fahren, sodass die Lok eigentlich fast immer die Höchstgeschwindigkeit kann fahren mit den Zügen auf den Linien. Auch im Oberland haben wir diverse Linien, wo man die 90er fahren können fahren. Wie der Peter schon erwähnt hat, fahrt die auch seit 1997 auf der Rosa. Seit das die Allegra da sind, kommen es weniger auf die Rose als vorher. 1994 sind die ersten da ausgeliefert worden. Ist heute noch die stärkste Lokomotive der Rätischen Bahn. Man hat dazumals 9 beschafft. Und dann im Jahr 1999, also zur Eröffnung von der Rheinlinie, nochmal 3 zusätzliche. Und die werden dann auch hauptsächlich auf der Rheinlinie als Zugmaschine für die Autozüge zwischen Sallein und Selfrangen eingesetzt. Wunderbar, Santa Maria war mit Stein, da können wir fast Tränen als Münstertaler. Das ist natürlich eine ganz besonders schöne Überraschung, dass die Maschine da ist. Jan Brünker, hast du noch Ausführungen zur GE443? Also die GE443 ist eigentlich ein Kraftpaket, das man gar nicht nutzen könnte. Im Grunde genommen ist es einfach ein Nachbau von der S-Bahn-Maschine, von der SBB, von der RE450. Wenn man das Krokodil 200 Tonnen, ist es doch fast eine Verdoppelung. Also es ist schon eine rechte Kraft, die sie umbringt. Sie hat eigentlich von der Kraft her einen Vergleich, wenn ich denke, hat man einmal gesehen, man zwei solche in Doppeltraktion, dann sind sie gleich stark wie die grossen AE88 von der BLS. Die sind von Stein, eine Ortschaft, eine Gemeinde. Ja, und mit dem Pfiff und mit der wunderschönen Lokomotive schliessen wir unsere Reigen von der Lokparade hier in Langquart. Ich möchte aber mich ganz herzlich bedanken bei denen, die das ermöglichen haben, nämlich das Geni Rohner ist ja da. Geni,
ist nicht unoffenbar. Ne? Der Generoner von Vertrieb Marketing, er ist eigentlich die Eventmanager, das ist so romanisch und sehr gut, Eventmanager bei der Rätischen Bahn. Er hat das alles organisiert hier. Natürlich mit Unterstützung von den verschiedensten Bereichen. Ich bin der Meinung, dass ich nicht mehr so gut bin. Ich bin der Meinung, dass ich nicht mehr so gut bin.